Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und zu Beyond Two Souls. Part Nummer 16 und irgendwas. Kommst du mit? Ja, muss ich ja. Geht hier vor sich. Dass die so eine Angst bekommen haben. Aber wir haben ja einen Eiden. Du bleibst in deinem Zimmer. Warum das denn? Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay, das bringt ja jetzt gleich wahrscheinlich schon direkt die erste gute Laune hier an den Start. Erstmal gucken, was wir da im Rucksack haben. Oh. Schon vorbei. Eiden, guck mal, was da draußen los ist. Der ist nervös. Hier ist nichts mehr. Hier scheint auf jeden Fall irgendwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Man hört ein Pferd. Hier leider nicht sehen. Asche. Was macht Ihnen solche Angst? Kann man da nicht mal ein bisschen durchlufen? Kann man nichts mehr machen, oder was? Da haben wir schon so einen Eiden. Das wird jetzt eine böse Nacht, glaube ich. Licht aus. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Schlaf du, ich kümmere mich mal draußen um die Monster. Okay. Ja, aufstehen. Du bleibst in seinem Zimmer, was immer du auch hörst. Aiden. Von Aiden haben sie ja nichts gesagt. Toll. Ist die Omi noch da? So, ich soll mir selber die Tür aufmachen. Na gut, dann machen wir es mal.
Ja, der hat mich nicht eingeschlossen. Also da kann ich jetzt so gesehen nichts zu sagen, ne? Leicht bekleidet, gehen wir mal raus. Auf mit der Tür. Okay. Beyond the Swords will, dass wir ein bisschen Arsch zeigen. Gut, Mutti bleibt drin. Ganz einfach rausgehen. Natürlich, ich gehe mal raus. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer. Was zur Hölle war das? Ja, jetzt bist du mal rechtschaffreich. Du kannst morgen gehen. Ja, rede mit mir. Ich kann das Ding kaputt machen. Also ich nicht, aber einen. Erfolg freigeschaltet. Ungehorsam. Böses, böses Mädchen. Jetzt gibt's erstmal vom Chef am Deckel. Oder alle sind tot. Erstmal recken und strecken. Schöne Kameraperspektive. Erstmal anziehen hier. Buchse an. Ist das so kalt? Alter! Nee, wir gucken noch raus. Wasser in die Fresse. So, Bett ist gemacht. Jetzt können wir erstmal der Omi helfen. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Gib mir lieber einen Autoschlüssel. Na komm, wir trinken mal einen Kaffee mit dem, dann erzählt er uns ein bisschen was und dann kann ich hier mal aufräumen. Kann ich hier mal ein bisschen Zappalodio machen? Ja, Schlückchen. Der ist stark. Der ist stark. Ein Tropfen. Was haben wir hier? Einfach da hinstellen. Wie unhöflich ist denn das? Kann ich mit dem reden? Ja, das ist natürlich auch eine Gastfreundschaft, die man entgegenbringt. Da Motto Dankeschön. Ich bin dann mal weg. Danke. Vielen Dank, dass Sie mich aufgenommen haben, dass Sie mir was zu essen gegeben haben. Es gibt eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Der will mich nur verkuppeln. Kannst du uns helfen? Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Lass mich entscheiden, lass mich entscheiden. Ja. Ja, wieso nicht? Gut.
findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Yeehaw! Jetzt wird aus unserer kleinen Jodie ein Rodeo-Girl. Oh. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Ja, das nicht mehr. Das kriegst du doch hin. Klar. Das Schaf braucht kein Wasser mehr. So, direkt mal hier. Ja, das reicht nicht für ein Schäfchen. Na komm, ab geht's. Jetzt stehe ich so an. Schon wieder am Wimmern. Mäh. Habt ihr einen Horst? So, du bleibst also eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Ja, klar. Wir achten mal so ein bisschen auf die Schatten. Ob das alles korrekt ist. Sprich, die Sonne steht jetzt quasi da oben. Hier passiert etwas. Da holen wir direkt mal einen Eiden. Ganz sachte Eiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Das nennt man Arbeitsteilung, Freunde. Komm, jetzt stehe ich nicht so an. Auch die machen hier Siesta. Und ich bin am Püngeln. Hey, Jody. Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Nee, ich will ja die tote Ziege untersuchen. So, jetzt bricht sie nochmal kurz zusammen. Pack's irgendwo hin. Danke, Johnny. Pack's irgendwo hin, geht grad nicht. Ja. Jetzt hör auf zu rumzujammern. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. So, dich taufe ich auf den Namen Brunhilde. Man muss Schafen Namen geben. Was geht denn die so fertig? Moin Jungs. Futter am Freien hier. Setz dich doch. Sehr gerne. Danke. Was ist mit Mama Miracoli? Kriegst du nichts? Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Okay. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Mhm. Die Erscheinung. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, hab ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. Lügst du mich an? Bestimmt ein Traum. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Es
Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Und schlitzen sich auf. Immer so viele Fragen. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Frag was. Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte einen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Also in dem Ton, Freundchen, da kannst du gerne mal einen Aiden kennenlernen. Der hat da gerne genug Argumente, um dich zu überzeugen. Ist nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja. Bist du Single? Ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Los, Shimanji hier. Oh, na toll, Jody. Erstmal zur Omi. Ich will der Omi helfen jetzt. Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Erstmal die Hand nehmen. Sie ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Ja, nicken kannst du doch zumindest. Alte Vettel. Einen? Okay, einen kann hier mal wieder nichts machen. Dann gucken wir uns mal das tote Schaf an jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf. Mal ein bisschen Blut hier in die Sendung reinbringen. Der Sandsturm. Ich hasse dieses Ding. Okay. Das war kein Sandsturm. Was ist mit dir passiert? Wahrscheinlich das Gleiche. Und da Jody sehr sensibel ist, will sie das nicht sehen. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal zum Vater. Vater! Kann ich dir helfen, Corey? Nee, nicht wirklich. Ach doch. Ich sehe mal nach, ob Jay Hilfe braucht. Ja. Geh nur. Geh nur. Schöne Ziegenmilch. Jay! Warum soll ich gehen? Ich hab Aiden. Ich aber nie groß soll ich was machen. Naja, dann gehen wir jetzt mal zum Jay und gucken mal, was der Jay von mir will. In dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.